Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 15. So, ich wollte hier noch Williams Ehefrau, Notizen von Aljena aus dem Jahre 1154. Hat meine Zurückweisung William so verbittert, dass so viele Jahre ins Land zogen, in denen er nichts mehr von einer Ehe hören wollte? War ich der Grund, dass er erst so spät geheiratet hat? Nach meinem Treffen mit Elisabeth fand ich heraus, dass sie die Tochter von Harold von Weymouth ist, einem wohlhabenden Ritter und Unterstützer von Stefan. Sie war erst 14, als sie William heiratete. Bischof Walleran traute das Paar in der Kathedrale von Shiring und jeder von Bedeutung hatte dem großen Fest beigewohnt. Elisabeth ist ein sanftmütiges Mädchen und fühlte sich bestimmt geehrt, als Frau des Grafen auserwählt worden zu sein. Ich wage es nicht, mir vorzustellen, was sie durchmachen musste. Ein weiterer Grund, William, ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Oh, ja. Oh, ich hatte Kapitel 15 gesagt, ich hatte mich vertan. Es war gerade Kapitel 17. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 15 kam. Verzeiht. Okay, das war, ja, die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 17. Der Sturm. Buch 3 war das, ja. Wir sind ja jetzt beim letzten Buch schon. Okay. Was du getan hast. Du hast eine geheime Kammer unter der Kathedrale gefunden. Du hast nicht gestanden, die Kathedrale angezündet zu haben. Philipps Buch trifft bei der Kirche auf heftige Kritik. Der Krieg zwischen Mathilde und Stefan hat ein Ende gefunden. Du hast Elisabeth reingeholt, nachdem du die Hütte betreten hattest. Du hast ihr etwas Suppe gegeben. Du hast ihr deinen Dolch gegeben, bevor Walter es merken konnte. So, nun sind wir bei Kapitel 18. Outlaws. Lieber Francis, die Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschrieben habe, könnten ein ganzes Buch füllen. Aber nur du weißt, was meine Worte in diesen Briefen besagen. Anders ist es mit dem Buch, das ich geschrieben habe. Es hat seinen Weg in die Klöster von England gefunden und sogar darüber hinaus. Wegen meines Buches werde ich wohl mit Bischof Henry sprechen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was mich heute Nacht wach hält. Schreibe über die Entdeckung der Krypta, schreibe über das Buch, schreibe über die Krypta, komm. Hinter einer Mauer in unserer Krypta hat Jack eine verborgene Kammer entdeckt. Wir wissen nicht, wer sie geschaffen hat. Aber es scheint so, dass Prior James sich dort versteckt hat, nachdem er angeblich ertrunken war. Das heißt, dass er noch lebte, als wir uns an Neujahr in Kingsbridge trafen. Dem Tag seiner Beisetzung. Und Jack sagte mir, er habe in der Nacht, als die Kirche abbrannte, einen Mann darin gesehen. War das James? Und wenn ja, ist er in jener Nacht in der Kirche verbrannt? Jonathan sorgt sich wegen meines Buches. Die göttliche Seele. In Winchester hat er gehört, dass Bischof Henry nicht erbaut war von dem, was ich geschrieben habe. Ich bin nicht so naiv zu tun, als wüsste ich nicht warum. Ich schrieb, dass die Hoffnung göttlich sei. Und da Gott uns alle geschaffen habe, seien Hoffnung und Heil nur in uns selbst zu finden. Henry verkauft Hoffnung. Und ich gebe sie ihnen kostenlos. Wenn die Kirche mich auffordern sollte, meine Position klarzustellen, werde ich das natürlich tun. Aber ich spüre, dass ich den Menschen in diesen schrecklichen Zeiten geben muss, was sie brauchen. Und wie könnte ich etwas anderes schreiben, wenn es das ist, was ich wirklich glaube? Der Staubsturm und die Dürre fordern ihren Tribut von uns allen.
Dank unserer Stadtmauer sind wir sicher vor dem Grafen und den Outlaws. Wir hören von Überfällen in der Umgebung. Wir glauben, dass William Hamleys Männer die Angreifer waren. Wir haben genug Vorräte, um noch ein paar Wochen auszuhalten. Aber das Leben ist zum Stillstand gekommen. Martha glaubt, es wird bald Regen geben. Dass der Sturm nur ein Vorbote des Regens ist. Ich hoffe, sie hat recht. Es muss weit nach Mitternacht sein. Jetzt, da ich dir schreibe, sollte ich aufrichtig sein. Denn etwas liegt mir auf der Seele. Jack hat erzählt, er sei in der Nacht des Brandes in der Kathedrale gewesen. Und etwas sagt mir, dass er dafür verantwortlich war. Er sagte es nicht laut, aber da war etwas in seinen Augen. Ich konnte die Wahrheit sehen. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich glaube, Tom wusste es auch nicht. Mein Gott, rettet euch! Was ist denn jetzt los? Den Heiligen! Wir müssen den Heiligen Adolphus retten! Ach so. Feuer! Das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus! Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, nein, geh nicht! Und so schrecklich es klingen mag, ich kann Jack in meinem Herzen nicht einfach vergeben. Vielleicht, weil dieses Geständnis so spät kommt. Und von einem Mann, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das ist die Wahrheit. Ich sollte an die frische Luft gehen, Francis. Der Sturm hat sich gelegt. Wem hat er denn jetzt geredet? Später. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Okay, haben wir hier noch was? Bücher? Ich will nicht in meinen eigenen Schriften schwelgen. Fenster. Jack arbeitet noch. Wie immer. Ach ja, wir sind ja hier, genau. Wenn James beim Brand umgekommen ist, was ist mit seinen sterblichen Überresten? Er wurde nie christlich bestattet. Und das ist Jacks Schuld. Ach ja, jetzt reit doch nicht drauf rum, ey. Eine prachtvolle Kathedrale. Aber ich wäre mit der alten mehr als zufrieden gewesen, wäre sie nicht abgebrannt. Oh, da ist Jus. Hallo? Oh, wer ist das denn? Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Ja, haben wir ja auch. Hier ist einer langgerannt und da ist auch einer. Und wer ist das hier? Okay, erstmal gucken. Kathedrale, 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 Kathedrale. Da, guck mal, mehrere Leute. Was ist denn hier los? Das kam aus der Küche. Oh, ihr seid es. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wart ihr das? Nein, aber ich habe es auch gehört. Vielleicht ist Aliena zurückgekommen. Nein, sie schläft. Sie ist schon vor ein paar Stunden angekommen. Verdammt. Jack. Entschuldigung, da ist jemand in der Küche. Ja, ich glaube, du hast recht. Bleibt hinter mir. Ich gehe voraus.
ist jemand hier drin. Ja. Outlaws. Sie wollen vermutlich nur was essen. Ich rede mit ihnen. Gut. Bitte. Hört mir zu. Och, hab ich mich jetzt erschrocken. Hund, ey. Oh. Wir wollen euch nichts Böses. Philipp, seid vorsichtig! Verdammt! Philipp, werft mir einen Stein zu! Boah. Mein Gott! Ich so schnell. Oh mein Gott! Nein! Philipp! Bleibt das jetzt so? Nochmal. Da konnte ich. Das. Vielleicht sollte man erstmal das Licht anmachen. Oder so anfangen mit dem Buch? Bitte, hört mir zu. Oh, wir wollen euch nichts Böses. Philipp, seid vorsichtig! Verdammt! Philipp, werft mir einen Stein zu! Ja, jetzt! Okay, erster. Jack, nein! Ich kenne ihn. Hä? Bruder Markus. Bruder Markus? Er hatte Cuthberts Schlüssel genommen, um Essen zu stehlen. Hier, aus der Küche. Ich habe es Remigius berichtet. Markus lief weg. Wir haben ihn nie mehr gesehen. Sieht so aus, als wäre er wieder da. Haben ihn jetzt getötet? Ihr wolltet nicht, dass sowas geschieht. Nein, aber... Was ist mit ihm? Keine Angst. Au! Oh! Warum hast du das getan? Ich hole die anderen. Nein. Was? Es ist nur ein Kind. Nur ein Kind. Jack hatte ihm vergeben. Einfach so. Und ich kann ihm auch vergeben. Denn er war selbst nicht mehr, als er in Kingsbridge ankam. Nur ein Kind. Stimmt. Wie kann ich diesen Mann dafür verurteilen, dass er seine Tat nicht gestanden hat? Ich habe seiner Frau Aliena nie gesagt, dass ich an ihrem Schicksal schuld war. Und an dem ihres Vaters. Selbst in dieser Nacht, als wir uns alle trafen, verschwieg ich es ihr weiter. Die Mauern von Kingsbridge waren nicht mehr genug. Die Outlaws hatten einen Weg hineingefunden. Wir waren in unserem eigenen Heim nicht mehr sicher. So weit ist es also gekommen. Kingsbridge wird angegriffen. Warum hat Onkel Richard sie nicht weggejagt? Ja, genau. Warum? Aber, nicht gleich übertreiben. Das ist doch keine Belagerung. Es waren nur zwei. Einer davon ein Kind. Aber sie hätten dich fast getötet. Beschuldige Aliena, beschuldige William. Richard, beschuldige die Politik. Jack, beschuldige die an. Aliena, beschuldige William. Unser Graf William Hamley lässt sein eigenes Volk verhungern.
Während einer Dürre würde ein gerechter Herrscher helfen. Aber niemand hat sich ihm in den Weg gestellt. Und darum brennt er unsere Felder nieder, zerstört unsere Städte und ermordet unsere Familien. Richard, bitte, nicht jetzt. Es ist leicht, einem verzweifelten Kind die Schuld zu geben. Zu vergeben ist viel schwerer. Das ist wahr. Aber vergeben müssen wir. Kannst du das? Vergeben, meine ich. Das habe ich schon. William Hamley ist der wahre Grund. Er ist schuld. So einfach ist das. Naja, lange wird William nicht mehr Graf bleiben. Der Vertrag von Wallingford wurde endlich unterzeichnet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge sich ändern. Was für ein Vertrag? Ganz Winchester ist deswegen in heller Aufregung. König Stefan und Mathilde haben ein Abkommen geschlossen. Mathildes Sohn, Herzog Henry, wird zum nächsten König gekrönt. Aber Stefan wird weiter regieren, solange er lebt. Dabei wurde auch geregelt, dass alle Länder den früheren Besitzern aus König Heinrichs Zeiten zurückgegeben werden. Die Grafschaft wird wieder uns gehören. Das wird nicht geschehen. Und warum zur Hölle nicht? Zur Hölle! Das will ich nicht gehört haben. Niemand wird versuchen, das durchzusetzen, ehe Stefan tot ist. Niemand mit wirklicher Macht jedenfalls. Und was machen wir nun? Wenn Sie Hunger haben, können wir Ihnen nicht etwas zu essen geben? Ich gebe was ab. Das sollten und das werden wir. Aber es sind zu viele, um sie alle zu ernähren. Wir müssen etwas tun. Ich kann jedenfalls nicht herumsitzen und warten, bis Stefan an Altersschwäche stirbt. Der Vertrag von Wallingford ist in Kraft. Ich werde nicht nochmal 17 Jahre warten. Nicht, wenn ich so kurz davor stehe, das Versprechen einzulösen, das ich meinem Vater gegeben habe. Du hast recht, aber es war nicht William Hamley, der uns gestern überfallen hat. Wir müssen uns über die Outlaws Gedanken machen. Also, was machen wir jetzt? Leute. Jack, verteidige die Outlaws, Martha verschanze Kingsbridge. Philipp, zeige Mitgefühl. Richard, nehmen wir mal das. Ha. Wisst ihr, damit könnten wir all unsere Probleme auf einen Streich lösen. Wir könnten gegen die Outlaws kämpfen. Oder sie für uns kämpfen lassen. Für dich kämpfen? Genau. Wir könnten sie gegen William Hamley einsetzen. Und während sie einander bekriegen, könnten wir einen Überraschungsangriff planen. Damit will ich nichts zu tun haben. Was ist mit seiner Mutter? Es heißt, dass Hamley auf sie noch hört, dass sie in Earls Castle immer noch mitredet. Ja, sag seiner Mutter. Wenn wir mit Regan Hamley sprechen, können wir vielleicht einen Ruf zu den Waffen vermeiden. Das ist aussichtslos. Wir müssen sie angreifen und die Burg unseres Vaters zurückerobern. Selbst wenn das hieße, Schulter an Schulter mit Outlaws zu kämpfen. Mir gefällt beides nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Also, was denkt ihr, Aliena? Ich werde mit Regan Hamley verhandeln, ich werde mit den Outlaws reden. Nein, wir verhandeln mit der Mutter. Ich versuch's. Ich werde mit Regan Hamley verhandeln. Ich gehe nach Earls Castle. Allein. Ist das dein Ernst, Ellie? Regan Hamley steht mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht ist sie wirklich bereit zu verhandeln. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich reite mit dir. Kommt nicht in Frage. Nicht mit diesem Bein. Deine Mutter hat recht. Außerdem, wenn wir alle bei ihnen auftauchen, könnten sie sich bedroht fühlen. Aber Aliena wirklich alleine gehen zu lassen? Okay, das war schon Kapitel 18. Was haben wir getan? Die ersten Outlaws sind bis nach Kingsbridge vorgedrungen.
Dein ehemaliger Novize Markus war einer der Outlaws und du hast eine Chance, Shiring zurückerobern und den Schwur zu erfüllen. So. Jetzt sind wir bei Kapitel 19. Und so kehrte ich nach 17 Jahren an den Ort zurück, den ich einmal mein Zuhause genannt hatte. Mhm. Sagte ich doch. Kapitel 19. Die Rückkehr nach Ur Castle, das war jetzt wieder so schnell weg. Also ich bin Weil das nicht... Weil ich beim Volk von Shiring keine Unterstützung gefunden hatte, lag nun meine einzige Hoffnung in einem Handel mit William Hamleys Mutter Regan. Eine Frau, deren mögliche Unterstützung nur auf einem Gerücht beruhte. Schöner Name, Regan. Gefällt mir. Ur Castle, okay. Ur Castle 1154. Ursprünglich erbaute der Vater von Graf Bartholomäus die Burg als Wohnsitz für den Graf von Shiring, unweit der Marktstadt desselben Namens. Außerhalb der Burgmauern entstand ein kleines Dorf, das zusammen mit der Burg selbst als Ur Castle bekannt wurde. Die Burg diente als Wohnquartier für die Familie des Grafen und als Verwaltungssitz von Shiring. Wehranlagen wurden selten genutzt. Nachdem die Burg gewaltsam von William Hamley erobert wurde, sind alle anderen Bewohner aus Ur Castle vertrieben worden. Der Name Ur Castle löst nunmehr Furcht und Schrecken aus. Seit die Kathedrale von Shiring vollendet wurde, ist William noch je zorniger geworden. Einige sind der Überzeugung, dass der Graf habe seinen Glauben verloren und lebt nur noch, um seinen eigenen Hunger und seine Gier auf Kosten der hungernden Bevölkerung zu befriedigen. Stellt euch an, schön der Reihe nach. Ihr alle kommt dran, um Lord Hamley eure Abgaben zu entrichten, hört ihr? Also nicht vordrängeln. Oh mein Gott. Die Hände ab. Warum braucht Lord Hamley so viele Lebensmittel? Er hat mehr als genug. Sei still, Frau. Beschmier dein Gesicht mit Dreck und halt den Kopf unten. Sonst kommst du hier nicht lebend raus. Es ist kein Zufall, dass Hamley immer Frauen die Abgaben bringen lässt. Oh, haltet den Mund. Den wurden die Hände abgeschnitten. Also nicht allen, glaube ich, aber dem hier auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde immer gemacht. Mein Gott, lass mich reden. Jeder kommt dran und kann laut Hamley seine Abgaben entrichten. Ich glaube, früher wurde das sehr oft gemacht wegen Diebstahl, ne? Alte Frau. Geht es dir gut? Was meinst du damit? Natürlich geht's mir gut. Ich bin besser dran als die meisten hier. Nur weil Graf Hamley die Frauen den Tribut entrichten lässt, muss man ja nicht die jüngsten und hübschesten herschicken. Das stimmt. Narren. Alles Narren. Ich bin nur eine Schäferstochter. Ich habe hier nichts verloren. Sei still. Räudige Bettler. Beruhige dich. Ich sorge dafür, dass dir nichts passiert. Sie haben in meinem Dorf eine Frau mitgenommen. Sie ist nie zurückgekommen. Dir wird nichts geschehen, wenn du nur die Ruhe behältst. Mein Gott, kann ich jetzt... Immer ist die Maus weg, mal teilweise. Ich will hier weg. Ach, Leute. Hey, du da! Ja, dich habe ich gemeint. Du mit dem hübschen Gesicht, du kommst mit mir. Was? Lasst sie gehen. Nehmt stattdessen mich. Hm. Wie dem auch sei. Geh auf die andere Seite des Hofs und sprich mit Sir Walter. Er wird dich deinem neuen Herrn vorstellen. Und wag es nicht, vom Weg abzukommen. Naja, Walter wird uns ja definitiv erkennen, oder? Gucken wir uns mal die Ritter an. Es heißt, Lord Hamley könnte Shiring bald verlieren. Im Ernst, was, wenn der nächste Graf uns alle aufhängen lässt? Keine Panik. Keiner von den Hochwohlgeborenen schert sich um dieses Drecksloch. Ich kenne die beiden. Sie haben früher für Vater gekämpft. Darf ich euch stören? Worum geht's? Wie könnt ihr für jemand wie William Hamley kämpfen? Mein Vater und dieser Tyrann haben nichts gemein. Lieber Gott, ihr seid es.
Ihr habt immer in eurem hübschen kleinen Wohnturm gesessen und seine betuchten Gäste verwöhnt, während die Armen wie jetzt ins Gras gebissen haben. Wenigstens behandelt William uns als seinesgleichen und nicht wie Figuren auf einem Mühlebrett. Vater, wirklich so ein grausamer Graf? War mein Vater wirklich so schlimm? Mein Vater war ein guter Graf. Ich suche Lady Hem- war mein Vater wirklich so schlimm? War mein Vater wirklich so schlimm? Eure Mutter hätte diese Frage beantworten können. Er sagte mir einmal, sie sei sehr unglücklich gewesen, als sie starb. Und ihr habt euch nie gefragt, warum? Ich bin hier, um mit Lady Regan Hamley zu reden. Sie ist im Wohnturm. Aber nur Lord William und Walter dürfen dort rein. Und sie bringen euch um, wenn sie euch hier finden. Dann wollt ihr mir nicht helfen? Wir helfen euch schon mehr als genug, indem wir euch nicht verpfeifen. Sagt keinem, dass ihr mich gesehen habt. Wenn ihr uns versprecht, bald zu gehen. Ich hätte vielleicht das Gespräch noch belauschen sollen. Galgen, wer ist er denn hier? Die kann ich alle nicht anklicken. Oh, jetzt. Ich dachte, ich könnte denen jetzt einen Apfel geben. Habt ihr's bald? Gleich. Lasst mich eben nochmal nachzählen. Die Schweine! Sie essen Menschen! Ich meine, wir wissen ja alle, dass Schweine das wirklich tun. Weil Schweine essen einfach alles. Die würden sich auch gegenseitig, also wenn das tot ist, auch sich gegenseitig essen. Und die essen auch Menschen. Also, ne? Das tun sie wirklich. Das ist ja kein. So, da könnte ich nichts machen. Elisabeth, die könnte uns helfen. Deshalb muss ich zu den Schweinen gehen. Ich muss mir das da angucken. QX. Ich gehe erstmal zu Elisabeth. Ich guck erstmal. Hey, verpiss dich. Was macht ihr hier? Ihr müsst gehen. Kommt nicht näher. William lässt mich bewachen. Was dauert da so lang? Ich habe den Schinken vergessen. Ich bin gleich wieder da. Wartet einen Moment. Dann folgt mir. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Hugh wird gleich nach mir suchen. Warum seid ihr gekommen? Ich muss mit Regan Hamley, unter anderem bin ich euretwegen hier. Wie geht es euch? Ich warte! Wir haben nicht viel Zeit. König Stefan hat ein Abkommen mit Kaiserin Mathilde geschlossen. Williams Tyrannei ist zu Ende. Dieses Land könnte endlich wieder Frieden finden. Aber ich bin noch aus einem anderen Grund gekommen. Um mit Regan Hamley zu reden und euch so weit von hier wegzuschaffen, wie es geht, bis sich die Dinge wieder beruhigt haben. Was wird dann aus mir werden? Mein Bruder wird der nächste Graf sein, aber ich würde ihm zur Seite stehen. Gleichzeitig will ich meinen Wollhandel nicht aufgeben. Ihr könntet mir also dabei helfen. Ich will euch helfen. Wirklich. Aber ich weiß nicht wie. Ich fühle mich so nutzlos. Könnt ihr mich zu Lady Hamley bringen? Ich wüsste nicht wie. Ach, Mädel. Hugh X bewacht mich. Er würde euch nie durchlassen. Nur Walter und ich dürfen in den Wohnturm. Warum redet ihr nicht mit ihm? Mit Walter. Walter? Williams Hund? Nennt ihn nicht so. Er ist nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Leider lässt mich William nicht mehr mit ihm reden. Jetzt ist Lady Regan alles, was ich noch habe. Flieht nach Kingsbridge. Dort wird man euch helfen. Ich kann nicht. Williams Männer würden mich erwischen. Ich habe es schon versucht. Bitte,
Lasst mich bleiben und euch helfen. Verkleidet euch und flieht, dann werde ich mit Walter reden. Ja, komm. Dann werde ich mit Walter reden. Beeilt euch da drin! Oder soll ich kommen und euch holen? Ich muss gehen. Okay, Elisabeth scheint Walter zu vertrauen. Vielleicht habe ich ihn falsch eingeschätzt. Ich muss jetzt aber Schluss machen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.